Es war einmal ein armer Bauer, der hat Krebs geheissen. Er ist mit zwei Ochsen und einem Fuderholz in die Stadt gefahren und hat das Fuder für 2 Franken an einen Doktor verkauft. Wo der am Bauer das Geld ausgezahlt hat, war er gerade am Tisch beim Essen und der Bauer hat gesehen, wie schön der Doktor gegessen und getrunken hat und das Herz ist ihm aufgegangen und er hat sich gewünscht, er wäre doch auch ein Doktor. Also ist er noch eine Weile geblieben stehen, bis er endlich gefragt hat, ob er auch nicht auch ein Doktor werden könnte. «Oh ja», hat der Doktor gesagt, «das ist kein Problem.» «Was muss ich denn dafür machen?» hat auch der Bauer gefragt. «Zuerst kauft er ein ABC-Buch, so eins, das vorne ein Gückel drin hat. Zweitens verkauft die Wagen und deine 2 Ochsen und kauft er damit Doktorkleider und alles, was du sonst noch brauchst, um zu doktern. Und drittens, lass dir ein Schild malen, wo drauf steht, ich bin der Doktor allwissend. Und dann lass dir das Schild oben an die Haustüre nageln.» Der Bauer hat alles gemacht, wie ihm es gesagt worden ist. Als er schon ein bisschen umgedoktert hat, aber noch nicht viel, da ist an einem reichen, grossen Mann Geld gestohlen worden. Mir hat dem bestohlenen Mann, also vom Doktor allwissend, erzählt, der, wenn er ja alles weiss, ja auch sicher muss wissen, wo sein Geld angekommen ist. Also hat der reiche Mann seinen Wagen anspannen und ist zum Doktor allwissend ins Dorf rausgefahren und hat ihn gebeten, er möge doch sein gestohlenes Geld wieder auftreiben. Oh ja, aber das Gretli, seine Frau, müsse auch mit. Der Herr war einverstanden und hat die beiden gerade mit auf sein Anwesen genommen. Als sie auf dem adligen Hof ankamen, ist gerade der Tisch gedeckt worden und der Hofherr hat also gefunden, wir sollten vielleicht das erste Mal miteinander zu Nacht essen. Ja, aber seine Frau, das Gretli, die auch, hat der Bauer gesagt und ist mit ihr an den Tisch gehockt. Wo der erste Bedienstete mit einer grossen Schüssel mit feinem Essen kam, hat der Bauer seine Frau angestupset und gesagt, Gretli, das ist der Erste. Mit dem hat er natürlich den ersten Gang gemeint, aber der Bedienstete, der das Essen gebracht hat, hat sich sofort ertappt gefühlt, weil er nämlich wirklich einer der Dieben war und gemeint hat, er sei jetzt als erster Dieb aufgeflogen. Da hat er Angst bekommen und in der Küche zu seinen Arbeitskollegen gesagt, «Der Doktor weiss alles, jetzt sind wir dran, er hat gesagt, ich sei der Erste.» Der zweite Bedienstete hat gar nicht erst raus zu der Herrschaft wollen, aber er hat dann halt gleich müssen. Und als er die zweite Schüssel mit feinem Essen an den Tisch gebracht hat, hat der Bauer wieder seine Frau angestupset und gesagt, Gretli, das ist der Zweite. Am Bediensteten ist es bang geworden und er ist schleunigst aus dem Esszimmer rausgekuscht. Am Dritten ist es auch nicht besser gegangen. Der Bauer hat wieder gesagt, Gretli, das ist der Dritte. Der Vierte Bedienstete hat schliesslich eine verdeckte Schüssel mit Essen müssen an den Tisch bringen. Da hat der Hofherr zum Bauer gesagt, er solle seine Kunst zeigen und herausfinden, was sich unter dem Ding, das das Essen amix verdeckt, wenn es serviert wird, versteckt. Der Bauer hat also auf die Glocke, oder wie es heisst, gestarrt und hat sich kaum gewusst zu helfen. Ach, ich arme Krebs! Und tatsächlich, es hat einen Krebs drunter gehabt. Wie der Hofherr das gehört hat, hat er gerufen, da, er hat es gewusst, er weiss sicher auch, wer es Geld hat. Inzwischen haben die 4 Bediensteten so Schiss gehabt, dass sie jetzt dann gerade verrätscht werden, so, dass sie den Doktor allwissend ganz unauffällig rausgewunken und ihm alles beichtet haben. Sie haben ihm vorgeschlagen, dass sie alles zurückgeben und noch einen grossen Batzen oben drauf legen würden, wenn der Bauer sie nicht verrätscht.
Sie haben ihn also zum Ort geführt, wo sie das Geld versteckt haben. Der Bauer war zufrieden, zum Tisch zurück und hat zum Hofherr gesagt: «Herr, ich schaue jetzt in meinem ABC-Buch, wo das Geld versteckt ist.» Ein fünfter Bediensteter hat sich unterdessen vor lauter Angst im Ofen versteckt. Natürlich auch zum Spienzeln und zum Hören, was der Doktor jetzt genau sagt. Der Bauer, also der Doktor allwissend, ist abgehockt, hat sein ABC-Buch aufgeschlagen, hat hin und her blättert und der Gücku gesucht. Weil er den nicht gerade gefunden hat, hat er gesagt: «Du bist doch hier innen, komm, zeig dich jetzt!» Da hat der fünfte Bedienste gemeint, er meine ihn. Er ist aus seinem Versteck gekumpelt und hat gerufen: «Der Mann weiss alles!» Nach all dem hat der Bauer am Hof gezeigt, wo das Geld versteckt ist. Er hat ihm aber tatsächlich nicht gesagt, wer das es gestohlen hat. Und so hat der Bauer von beiden Seiten viel Geld bekommen und ist ein berühmter Mann geworden.